Auch wenn heute alles friedlich wirkt, nach dem vermeintlichen Wahlbetrug der sozialistischen Regierung 2024 kam es zu gewaltsamen Protesten und Massenverhaftungen. Viele Einheimische bleiben aus Sicherheitsbedenken lieber zu Hause. Zu unserem Drehzeitpunkt vor der Wahl ist hier oben aber alles Sonnenschein. Ja, das ist halt hier wie jede andere Touri-Attraktion. Also ich komme mir fast schon dumm vor, irgendwas über die Sicherheit zu sagen, weil in München würde ich mich auch nicht anders verhalten. Hier sind Familien, Polizei, alles sicher. Hola, Daniel. Willst du mit mir Maracas spielen? Ja, of course, ja. Yeah. Daniel, que viene desde Viena! So schnell wird man berühmt hier in Venezuela. Berühmt ist auch dieses Streetfood-Gericht, Pepito. Ein herzhaftes Sandwich mit gegrilltem Rindersteak. Das sieht eher so aus wie hier Massenabfertigung, Massentourismus. Aber anscheinend alles frisch zubereitet, gegrillt. Ist ja echt überraschend gut. Und das Beste ist sowieso der Ausblick hier. Mit den einheimischen Touristen kommt Daniel hier schnell ins Gespräch. Er will mehr wissen. Wie ist es in Caracas zu leben? Fühlt ihr euch sicher? Manchmal kommt darauf an. Man sollte sich nie zu sicher fühlen. Du musst vorsichtig sein. In anderen Teilen des Landes kannst du nicht einfach so mit deinem Handy in der Hand rumlaufen. Zu gefährlich. Ja, habt ihr auch mal dran gedacht, wegzuziehen? Oder ist das eure Heimat hier? Hab ich. Ich würde gerne in einem anderen Land leben. Circa 7 Millionen Menschen, rund ein Viertel der Bevölkerung, sind bereits aus Venezuela geflohen. Trotz der größten Erdölvorkommen der Welt steckt Venezuela in einer tiefen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise. Die Lebenshaltungskosten sind explodiert. Seit 2016 gilt der Ausnahmezustand. Die Folge: politische Demonstrationen, Aufstände und Unruhen, wie auch nach der Wahl Ende Juli 2024. Ich bin seit 5 Jahren aus Venezuela weg. Damals war die Situation noch komplizierter. Ja, vor einigen Jahren wurde ich ausgeraubt. Und dann haben die gesagt, ja, Handy und Geldbörse. Mein Mann wurde überfallen und erschossen. Also mit Waffe betrogen? Ja, ja, mit Waffe. Die Situation hat sich in den letzten Jahren verbessert. Ich persönlich würde nur nicht nach Petare gehen. Definitiv nicht. Petare, der wohl gefährlichste Ort in ganz Caracas. Und genau da will Reporter Daniel jetzt hin. Ja, hier wird alles auf Motorrad transportiert. Nicht nur Menschen, sondern auch Fernseher. Petare ist quasi eine eigene Stadt, verwachsen mit Caracas, mit teils hunderten Mordfällen im Jahr. Das Barrio besteht aus mehreren Sektoren mit schätzungsweise 500 bis 800.000 Einwohnern. Da läuft einfach die Kanalisation aus dem Haus raus. Petare, das ist ja das größte Barrio in ganz Südamerika und natürlich auch eines der gefährlichsten. Wir haben 5 Leute dabei zur Sicherheit. Die kommen alle von hier. Hier sind wir sicher. Aber einige Zonen von Petare sind gefährlich. Da gibt es Gangs, die Drogen schmuggeln und Menschen entführen, um damit Geld zu erpressen. Okay. Aber ist auch schon mal was mit Touristen passiert oder sind das eher so Bandenkriege unter sich? Definitiv gefährlich für Touristen. Du kannst da nicht ohne Erlaubnis hin. Keine Chance, okay. Und es gibt ein Gerücht, dass der Gangboss seinen eigenen Sohn umgebracht hat, um seine Macht zu sichern. Gefährlich wird's für Daniel tatsächlich, allerdings anders als gedacht. Das ist auch verrückt, die spielen hier, werfen Wasser durch die Gegend. Aber es gibt hier nicht überall fließend Wasser, also das muss von ganz unten hoch transportiert werden. Das ist auch ein Kaufladen mit Gitter. Hola. Caracas.
Armut und soziale Ungleichheit tragen in Petare zur hohen Kriminalität bei. Aber wie leben die Menschen hier eigentlich? Wir treffen Mariani, Influencerin aus Petare. Durch einen anderen Reiseblogger wurde sie bekannt und bereist mittlerweile selbst die ganze Welt. Trotz Krise und Gefahr geht's aber immer wieder zurück in ihre Heimat. Wir sind hier in Caracas, in Petare. Ein Ort, an dem ich seit 19 Jahren lebe. Ich sage euch gleich, warum ich zurück bin, aber erst müssen wir alle begrüßen. Also, folgt mir. Hola! Hola! ¿Qué es eso? Bendición! Glückwunsch, da kommt meine Mama. Mira, Mami! Es gibt so viele bescheidene und warmherzige Menschen hier. Ja, warmherzig. Ich vermisse immer die Stimmung und die Vibes der Menschen hier. Die liebe ich. Ich war schon an so vielen Orten, aber hier gibt es einfach mit die beste Energie der Welt. Und hier spielen wir Domino. Domino. Sale la cochina. Familie wird in Petare großgeschrieben. Vor allem auch, um sich gegenseitig vor Kriminalität zu schützen. Ich bin jetzt hier mit Anneri, meiner besten Freundin seit Kindheit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Mariani weiß, wo man sicher hin kann und wo nicht. Wie früher gibt's Tizana-Fruchteis. Das hier ist mit Ananas. Alles ist gut gemixt und super billig. De verdad que está super económico. Wie lecker. Lecker ist auch dieser typische Snack. Schweinefleisch, Chorizo und Kochbananen. Alles frittiert und zum Genießen. Ich liebe Käse aus Venezuela. Sehr lecker. Für die meisten nur ein Traum. Mariani hat es rausgeschafft aus der absoluten Armut dank Social Media. Bei den ganzen Leckereien bekommt aber auch unser Reporter Daniel langsam Hunger. Oh, wow. Muchas gracias. Das sieht aber gut aus. Carne desmechada, gezupftes Rindfleisch. Ein Klassiker der venezolanischen Küche. Sehr gut gewürzt. Das Fleisch ist super zart, das muss man fast nicht kauen. Und zusammen mit dem Reis und den Bohnen. Und das ganze Menü, nicht mal $5 für Suppe, das und Getränk. Wow. Billiger geht's kaum. Daniel genießt in aller Ruhe. Ein paar Wochen später, nach der Wahl, wird es in Petare nicht mehr so friedlich sein. Der eine Tag im Barrio, das war eine einprägsame Erfahrung. Ich habe mir viel Gedanken zur Sicherheit gemacht. Am Ende war alles halb so wild. Aber jetzt ohne die Locals, ohne Sprachkenntnisse und zu einer anderen Tageszeit würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ausgehen in Caracas, der gefährlichsten Stadt der Welt, geht das? Ja, gerade so die gefährlicheren Gegenden von Caracas will ich jetzt nicht unbedingt alleine gehen, vor allem nicht nachts. Deswegen habe ich mir eine Bartour gebucht. Mal sehen, was es wird. Ich glaube, das wird so eine Art zu so einer Saufveranstaltung ausbestimmt. Und das wesentlich schneller als gedacht. Dabei geht die Tour noch mindestens 8 Stunden. Durchhalten, Daniel. $80 kostet das Vergnügen, inklusive Verpflegung. Die Menschen in Venezuela, in Caracas, sind sehr freundlich, wie du sehen kannst. Partyleute, glückliche Leute. Daniel ist der einzige ausländische Tourist auf der Los Templos Paganos Tour, übersetzt die heidnischen Tempel. Die Organisation unterstützt unter anderem lokale Institutionen. Die Idee ist, dass diese Bars nicht aus der Stadt verschwinden. Das sind interessante, symbolische Orte. Ein authentischer Einblick. Trotzdem, hierher würde es Daniel alleine wohl kaum verschlagen. Wir fahren ganz Caracas ab und das sind echt so Viertel. Da kommt man als normaler Tourist nie hin. Und auch die Locations, die findet man gar nicht. Gerade nachts ist nicht nur die Feierlaune, sondern auch die Straßenkriminalität in Caracas besonders hoch. Es ist
Ist das ein Ort, an den ich nachts alleine gehen kann? Nein, an diesen Ort musst du mit anderen Leuten kommen. Wenn du verletzlich aussiehst, dann wird es Leute geben, die dich als Opfer ausnutzen werden. Heißt, gesunden Menschenverstand einschalten und sich an die Tipps und Warnungen der Einheimischen halten. Dann klappt's auch mit dem Citytrip Caracas.